Herr Sensburg, die Bundeskanzlerin hat die deutsche Grenze im August des vergangenen Jahres geöffnet und Grenzkontrollen faktisch ausgesetzt. Mehr als 1 Million Menschen sind seitdem eingereist. Warum hat sie das gemacht? Wenn man sich die Situation damals vorstellt, mit den Menschen, die in Budapest am Hauptbahnhof waren, und vor dem Hintergrund der Situation, dass wir ja wenige Tage zuvor diese schlimme Situation hatten mit dem Lastkraftwagen, wo Flüchtlinge hinten im Laderaum eingeschlossen waren, elendig verendet sind, der ist an der Autobahn abgestellt gefunden worden, dann war im Grunde angezeigt, jetzt zu handeln. Die Menschen gingen vom Budapester Bahnhof an den Autobahnen entlang, probierten irgendwo in Länder der Europäischen Union zu kommen, wo ihnen geholfen wird. Also die Situation wäre weiter eskaliert und da hat die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den österreichischen Freunden gesagt, diese Personen vom Budapester Bahnhof, die holen wir in einem geordneten Verfahren zu uns, dass sie nicht an der Autobahn entlang gehen müssen, dass sie nicht irgendwie mit Schleusern versuchen, in eine bessere Lage zu kommen, als die am Budapester Hauptbahnhof war. Das ist für die Menschen, die am Bahnhof vegetiert haben, muss man ja sagen, eine ganz nachvollziehbare Situation, dass sie da weg wollten. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir hier handeln, dass wir nicht einfach zusehen, wie Menschen entlang der Autobahn laufen, auf der Autobahn laufen, sich selbst gefährden. Also, das war nicht die Aussage, alle Grenzen sind offen, sondern es war die Aussage, wir möchten gerne geordnet diese 2000 Menschen, die es ungefähr ja waren, vom Budapester Hauptbahnhof dann zu uns holen, damit nicht Dramatisches passiert. Ist die Bundesregierung von dem Strom der Flüchtlinge überrascht worden? Also zuerst müssen wir vielleicht noch ergänzen, dass die Bundeskanzlerin ja wenige Wochen vorher in einer Sendung, wo es um ein Flüchtlingsmädchen ging, ganz deutlich betont hat, dass wir Schutz geben, dass wir Menschen vor Krieg, vor solchen Situationen auch beschützen wollen, aber dass nicht jeder bleiben kann. Und dieser Satz, nicht jeder wird bleiben können, hat ja zu großen Debatten einige Wochen vorher geführt und hat auch dazu geführt, dass die Bundeskanzlerin als Eiskönigin bezeichnet wurde aufgrund ihrer angeblichen Kälte. Ich glaube, sie hat diese Situation beschrieben, dass einerseits es ganz wichtig ist, Menschen, wenn sie in einem Land leben, wo Krieg herrscht und flüchten vor den Auseinandersetzungen, vor den Militärs, vor den Bomben, vor den Kugeln, dass wir dann Schutz gewähren. Das ist nicht nur, ob wir jetzt auf das Asylrecht gucken, auf humanitären Schutz oder irgendwelche andere Gründe, das ist auch unsere humanitäre, unsere christliche Pflicht, das zu machen. Auf der anderen Seite, aber dass das natürlich nur ein temporärer Schutz ist, dass es nicht so sein kann, jeder, der unser Land erreicht, der wird auf Dauer, auf ewig bleiben können, integriert werden, das wird nicht gehen. Und diese zwei Gesichtspunkte hat die Bundeskanzlerin eigentlich von Anfang an dargestellt. Jeder sucht sich gern so seinen Teil heraus und sagt, dieses geht nicht, jenes geht nicht. Wenn man beides zusammen sieht, wird ein Paar Schuh daraus. Und dann müssen wir sagen, niemandem war klar, und deswegen hat ja auch niemand konkrete Zahlen genannt, wie viele Menschen kommen werden. Niemand konnte überschauen, wie lange der Konflikt dauert, wo die Gefechte sind, wo im Grunde militärische Operationen in welchen Städten, in welchen Landesteilen Syriens erfolgen. Von daher wäre es nicht seriös gewesen zu sagen, so und so viele Menschen werden kommen. Es wäre auch nicht seriös gewesen zu sagen, wir setzen eine Obergrenze bei 1 Million, bei 800.000, bei 1,5 Millionen. Und ich finde, man darf auch nicht sagen, wenn Menschen wirklich vor Krieg fliehen, jetzt ist das Boot voll, du bist der 1.000.001. Und obwohl du aus einem Kriegsgebiet kommst, obwohl vielleicht eine Familie mit Kindern da steht, da sagen wir, es tut uns leid, jetzt gehst du zurück in das Kriegsgebiet und siehst zu, wie du klarkommst. Also von daher, natürlich hat uns die Zahl, die große Zahl Probleme bereitet und bereitet uns ja auch immer noch Probleme. Aber es war auch völlig richtig zu sagen, wir helfen. Und ich glaube, dass das eine humanitäre, eben auch eine christliche Pflicht ist. Die Unterbringung in Heimen und Lagern ist eine große Belastung für die Menschen. Vor allem die Ungewissheit des Schicksals ist belastend. Was wollen Sie tun, um die Situation der Flüchtlinge in Deutschland zu verbessern? Ich glaube, erstmal ist es sehr wichtig, dass wir Menschen aufnehmen, dass wir sagen, wer vor Krieg, wer vor Gewalt flieht, der hat die Chance, in die Europäische Union zu kommen. Der kann auch auf Hilfe, mit Hilfe rechnen und auch darauf hoffen, dass das gelingt.
Das muss an den europäischen Außengrenzen stattfinden. Und dann ist es richtig, dass die erste Registrierung und Versorgung erstmal natürlich in Aufnahmezentren erfolgen muss. Das muss schneller gehen, als es zurzeit geht. Das dauert teilweise relativ lange, weil der nächste Schritt muss natürlich sein, dass die Menschen dann in die Orte verteilt werden und dann auch möglichst nicht an einem Punkt geballt, sondern bei Familien in Wohnungen untergebracht werden können, dass sie sich in die lokale Gesellschaft möglichst problemlos integrieren können, dass das eine ganz natürliche Angelegenheit ist. Bei mir im Hochsauerlandkreis findet das in vielen Fällen so statt. Und da, wo ehrenamtliches Engagement ist, wo Bürgerinnen und Bürger mit anpacken können, sagen, wir fahren in die Wohnungen, wo Flüchtlinge leben, lernt man sich persönlich kennen, man entwickelt Freundschaften, man hilft sich und man hilft dann ganz konkret der Person und nicht einer Gruppe, einer anonymen Gruppe vielleicht. Von daher dieses Auflösen von großen Aufnahmelagern, ob das Erstaufnahmelager sind oder Notunterkünfte, wir müssen relativ schnell dahin kommen, dass diejenigen, die eine Bleibechance haben, dann auch wirklich in ordentlichen Wohnungen untergebracht werden, unmittelbar unterstützt werden können von den tollen, vielen Initiativen, die vor Ort bestehen. Und dass dann das A, das Verfahren schnell läuft und B, auch dann möglicherweise die Integration in den Arbeitsmarkt und die fortlaufende Integration in unsere Gesellschaft besteht. All das aber mit der klaren Aussage, es wird nicht jeder bleiben können, aber wir gewähren Schutz und wir gestalten alles so, dass die Flüchtlinge auch die beste Chance haben, darauf aufzubauen, entweder wenn sie lange bei uns bleiben oder wenn sie nach einiger Zeit zurückgehen in die Länder, wo wieder Frieden herrscht und dann auch in ihre Gesellschaft ja etwas mitbringen können, nämlich das, was sie bei uns gelernt haben, eine Ausbildung, eine Sprache, vielleicht die Sichtweise, wie man soziale Marktwirtschaft betreibt, all das ist ja ein Mehrwert. Und wer hier ein Handwerk gelernt hat beispielsweise oder einen kaufmännischen Beruf, der hat auch in seinem Land, wo er herkommt, eine große Chance, diese Dinge einzubringen. Von daher sollten wir nicht vermitteln, jeder kann hier bleiben. Das wäre falsch und erweckt Erwartungen, die wir hinterher nicht erfüllen können und wird auf beiden Seiten, in Deutschland und bei den Flüchtlingen, zu Frustration führen, sondern wir sollten sagen, wir geben Schutz auf Zeit, bis dort wieder Frieden herrscht. Aber diese Zeit gestalten wir so effektiv, dass sie für beide Seiten ein Mehrgewinn ist. Sie haben das ja schon gesagt, die Menschen, die hier bleiben werden, die brauchen eine Perspektive. Die brauchen Arbeit, die brauchen Wohlstand, Sicherheit. Wie können wir das schaffen für die Menschen, die bleiben? Da sind ja ganz unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen auch gegeben und ganz unterschiedliche kulturelle Voraussetzungen gegeben, die es dem einen leichter und dem anderen schwerer machen, sich hier zu integrieren? Also erstmal ist ganz wichtig, und ich hatte es ja auch schon gesagt, die Zeit der Verfahren. Wer Monate, teilweise bis über ein Jahr warten muss, bis er registriert sind und dann bis über sein Verfahren entschieden ist, der ist in der Warteschleife. Das führt zu Frustration, er weiß nicht, wie es im Grunde weitergeht. Bekommt er eine Chance zu bleiben? Wann bekommt er die Möglichkeit, vielleicht ins Arbeitsleben einzutreten, eine Ausbildung zu beginnen? All das hemmt im Grunde. Also kürzere Verfahren, da ist das Bundesamt für Migration natürlich sehr stark gefordert. Die Verfahren insgesamt, sowohl die Landesregierungen als natürlich auch die Kommunen, alle packen da schon mit an, aber es muss einfach noch schneller gehen. Zweiter Punkt ist, es sind natürlich auch die Flüchtlinge selber gefragt, nach ihren Leistungen sich einzubringen. Und da ist das Spektrum relativ groß. Wir haben diejenigen, die mit Qualifikationen kommen, die sagen, wir möchten uns weiter qualifizieren. Wir wissen, die Standards hier sind andere. Da möchten wir auf dem, was wir mitbringen, aufsetzen. Und es gibt manche, die bringen sich noch nicht so ein. Also da gilt auch hier das Prinzip von Fördern und Fordern. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass diejenigen, die bei uns sind, etwas lernen und dann auch viel hinterher einbringen können, entweder in ihre Länder oder bei uns. Es bedarf natürlich auch, das ist richtig, mehr Aufwendungen, das heißt Mittel im Bereich der Bildung. Das müssen wir organisieren. Gerade die sprachliche Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung. Sie können ein toller Ingenieur sein, aber wenn Sie das sprachlich nicht ausdrücken können, wird es Ihnen schwerfallen. Sie können ein Arzt in Aleppo gewesen sein beispielsweise. Wenn Sie aber hier vielleicht operieren können, aber mit Ihrem Patienten nicht sprechen können, werden Sie nie ein guter Arzt werden können, weil Sie in der Kommunikation dann versagen. Also Sprachkompetenz ist ganz wesentlich, sowohl bei den Kindern und Jugendlichen,
aber natürlich auch bei den Erwachsenen, die zu uns kommen. Und da ist es manchmal oft schwerer, weil Kinder leichter lernen. Und da, glaube ich, ist der Bereich der Volkshochschulen, nicht nur mit dem Blick auf die Hauptschulen, die Volkshochschulen, ein Bereich, den wir stärken müssen und da auch gucken, wie können wir mit Lehrkräften noch besser arbeiten und wie können wir auch mehr Lehrkräfte gewinnen. Das ist zurzeit die konkrete oder eine der konkreten Fragen. Die Politik ist natürlich auch ein bisschen beschränkt, wenn es darum geht, Integration umzusetzen, weil die Integration natürlich nicht per Beschluss stattfindet, sondern eigentlich im Alltag, am Arbeitsplatz, im Umgang, im alltäglichen Umgang. Wie kommen wir dahin, dass wir möglichst viele von denen, die hier eine Bleibeperspektive brauchen, auch in einen solchen Alltag bekommen? Wie verhindern wir, dass sich Parallelgesellschaften bilden, in denen die Menschen isoliert sind und eigentlich mit der aufnehmenden Gesellschaft überhaupt keinen Kontakt haben? Auch hier würde ich wieder sagen, das Prinzip von Fördern und Fordern. Wir müssen schauen, dass wir einmal den einzelnen Menschen sehen und nicht Gruppen. Da, wo einzelne Schutzsuchende, Flüchtlinge, sich in eine Gesellschaft hineinbegeben, sich aufnehmen lassen und wo persönliche Kontakte entstehen, zum Beispiel, dass klargemacht wird, wir haben in unserem Betrieb eine Möglichkeit, dich aufzunehmen, dazu brauchst du aber bessere Sprachqualität, da helfen wir dir bei, wir fahren dich vielleicht sogar zum Sprachkurs, da entstehen so individuelle Beziehungen und dann wird es eben auch sehr persönlich. Ich sag mal, das ist eine Art von positiver sozialer Kontrolle. Dort, wo sich abgeschottete Räume bilden, wo Gruppen sich überlassen werden, da überlegen sie natürlich auch, was können wir machen mit unserem ganzen Tag, wie verbringen wir unsere Zeit, wie sieht unsere Zukunft aus. Also Stadtteile von Flüchtlingen halte ich für einen absolut völlig falschen Ansatz. Das führt dazu, dass sich Menschen nicht integrieren. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier deutlich sagen, wir wollen die Integration in unsere Gesellschaft und keine Parallelgesellschaft. Das ist uns in der Vergangenheit überhaupt in vielen Fällen nicht gut gelungen. Das müssen wir auch sagen. Integration, da ist noch Luft nach oben gewesen, weil wir sie auch lange schleifen lassen haben. Und deswegen müssen wir sagen, die Punkte, die wir wirklich erwarten, und da ist Sprache einer der Hauptaspekte, da müssen wir fordern, aber wir müssen die Angebote natürlich auch machen. Und es muss Flüchtlingen möglich sein, die Sprache zu lernen. Wir müssen, ich sag mal, die Bildung von bestimmten Parallelgesellschaften nach Staatengruppen auflösen. Wir haben die Diskussion über die sogenannten Maghreb-Viertel gehabt. Also da müssen wir sagen, jeder, der zu uns kommt und integriert werden will, der muss sich aber auch der Gesellschaft öffnen. Und die Gesellschaft muss die Angebote machen, dass es den Menschen auch leicht fällt. Es ist nicht immer leicht, die deutsche Sprache zu lernen und sich der deutschen Kultur zu integrieren. Wir sind schon eigen. Aber das Angebot muss offenherzig erfolgen und dann muss es auch angenommen werden und dann kommt eben auch die Pflicht, sich einzubringen. Sehen Sie eine besondere christliche Verantwortung in dieser Flüchtlingshilfe, hier Menschen zu helfen, die fremd sind, die hierher kommen und um Hilfe ersuchen? Ich sehe einmal, dass allein die biblische Geschichte, wenn wir mal ins Alte Testament gucken, ja eine Geschichte auch von Flucht und Vertreibung war. Und von daher müsste man doch alleine aus diesem Hintergrund sagen, bei so einem weltpolitischen Szenario, was uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit Sicherheit nicht verlassen wird, das wird bleiben, es wird vielleicht andere Länder betreffen, wird vielleicht den afrikanischen Kontinent stärker betreffen. Da müssen wir uns als Christen gerade einbringen, weil wir in der christlichen Geschichte und auch darüber hinaus im Alten Testament ja unheimlich viele Erfahrungen gemacht haben, weil wir Hinweise gekriegt haben, wie im Bereich von Flucht und Vertreibung ganzer Völker man miteinander im Sinne der Nächstenliebe und insbesondere der Barmherzigkeit umzugehen hat. Von daher, glaube ich, sind wir aufgerufen, Verantwortung zu tragen. Wir sind aber auch aufgerufen, uns einzubringen. Und an der Stelle sehe ich es als Chance. Ich sehe es als Chance an, dass wir Christen Barmherzigkeit zeigen, dass wir zeigen, wir helfen. Gerade in Europa, in einem so wohlhabenden Kontinent, glaube ich, haben wir viele Möglichkeiten, uns einzubringen, zu helfen und zu zeigen, wir haben jetzt die Chance, Nächstenliebe auch wirklich zu leben und dann tun wir es auch. Man kann formalistisch über jeden Punkt diskutieren, Gesetze fordern, Regeln fordern. Und ich glaube, auch Papst Franziskus ist es, der gesagt hat, erstmal muss man helfen. Und dann können wir auch irgendwann formalistisch noch diskutieren, aber die Hilfe am Menschen ist der wesentliche, der wichtige Schritt und so erlebe ich es vor Ort. Ich erlebe viele Helferinnen und Helfer, die sagen, wir gucken nicht hin, ob der Flüchtling aus dem Kosovo kommt, ob er aus Albanien kommt, ob er aus Syrien kommt oder ob er aus Mali kommt. Erstmal steht der Mensch vor uns und dann helfen wir.
Wir wissen natürlich auch um die gesamte politische Diskussion. Wir haben auch unsere politische Meinung. Aber zuerst steht der Mensch vor uns. Das ist eine Riesenchance. Die Politik muss die Rahmenregelungen schaffen. Aber dass wir Christen allgemein so stark hilfsbereit sind, das ist erstmal eine Riesenchance, auch das christliche Leben zu präsentieren. Wir sehen, dass nicht in allen muslimischen Ländern eine vergleichbare Hilfsbereitschaft herrscht. Das bedeutet aber auch, wenn wir uns immer wieder fragen, ist das richtig, müssen wir sagen, ja, was nicht heißen soll, dass diese Hilfe unkoordiniert und ungeordnet sein soll. Das soll sie selbstverständlich nicht. Da haben wir Luft nach oben. Exekutiv wundert mich das ein oder andere, was wir in Deutschland noch nicht perfekt hingekriegt haben. Man erwartet eigentlich von Deutschland, dass alle Verwaltungsabläufe funktionieren. Aber 10.000 Flüchtlinge beispielsweise pro Tag, die wir in Passau eine Zeit lang hatten, das ist auch für eine gut funktionierende Verwaltung nicht leicht. Wir sprachen über die Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive haben. Lassen Sie uns über die sprechen, die keine Bleibeperspektive haben. Die Einwanderung oder die Zuwanderung oder die Flucht nach Deutschland erfolgte in der Regel über Österreich. Und das Grundgesetz im Artikel 16 zum Asyl kennt erstmal die politisch Verfolgten und schreibt dann auch gleich dazu, dass jemand, der über einen sicheren Drittstaat, wie zum Beispiel Österreich, einreist, in Deutschland kein Anrecht auf Asyl hat. Was für einen Status haben diese Menschen, die jetzt hierher kommen? Und wie beurteilen Sie die Aussicht dieser Menschen, hier in Deutschland Asyl zu erhalten? Sie genießen derzeit in der Regel subsidiären Schutz. Die entscheidende Frage in der Situation ist gewesen, wenn wir Europa an den Außengrenzen nicht sichern können, was eigentlich sein müsste, denn das sieht sowohl die Dublin-Verordnung als auch im Grunde insgesamt die europäischen Regeln vor, dass gesagt wurde, keine Binnengrenzen mehr. Das ist die europäische Tradition eines freien Raums, der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts, wie die Europäische Union sicher definiert, und einen Schutz der Außengrenzen. Dies hat, das haben wir gesehen, nicht funktioniert. Das kann man auch nach meiner Meinung nicht alleine den Ländern vorwerfen, die die Außengrenzen darstellen, also Griechenland und Italien in diesem Fall. Da haben wir vielleicht zu Anfangs zu wenig geholfen. Da hätten wir vielleicht viel frühzeitiger sagen müssen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Man kann nicht allein sagen, das müssen die Griechen schultern, das muss Italien schultern. Da hätten wir sagen müssen, bei so einer besonderen Situation eines Bürgerkriegs, der nicht weit weg ist, wo wir wussten, dass die Menschen gegebenenfalls kommen, weil auch die Versorgung in den Flüchtlingslagern nicht ausreichend war. Da hätten wir viel früher als Gemeinschaftsaufgabe, als EU mithelfen müssen. Ich glaube, das war auch eine Hoffnung der Bundeskanzlerin von Frau Merkel, dass sie gesagt hat, nach den Erfahrungen der Euro-Stabilitätskrise, nach vielen anderen Erfahrungen, wo Europa dann doch irgendwann die Köpfe zusammengesteckt hat, da wird man auch hier bei der Größe des Problems erkennen, hier ist es eine Gemeinschaftsaufgabe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Europa versagt. Da hätte man viel früher erkennen müssen, das geht uns alle an. Und deswegen glaube ich, muss es wieder Ziel sein, so wie es die Bundeskanzlerin von Anfang an formuliert hat, nicht Binnengrenzen, sondern Außengrenzen sichern. An der Stelle prüfen, wie sieht es aus, besteht eine Chance auf entweder Asyl, auf subsidiären Schutz oder wie auch immer. Und wenn die Chance besteht, dann eine Verteilung auf Europa. Es geht nicht darum, sich ein Wunschland auszusuchen. Das geht es auch den Menschen nicht darum, mit denen ich gesprochen habe. Die wollen erstmal in Frieden leben und keine Angst um ihr Leben haben. Dann eine Perspektive bekommen, weil sie Jahre ihres Lebens nicht verschenken wollen, insbesondere jungen Menschen. Und das ist ein Gemeinschaftswerk, weil wir werden sehen, nach meiner Meinung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wird die Europäische Union immer stärker vor dieses Thema gestellt werden. Wie gesagt, ich befürchte, dass wir auch Flüchtlingsströme aus Afrika stärker bekommen, als wir es ohnehin schon haben. Und da müssen wir grundsätzliche Antworten auf diese Fragen geben und nicht nur punktuell. Die Bundeskanzlerin hat erklärt, dass sie das Problem an der Wurzel packen möchte, dass sie die Fluchtursachen bekämpfen möchte. Sehen Sie die Fluchtursachen? Was sind das für Ursachen? Und wie wollen Sie dagegen vorgehen? Also lassen Sie mich vorab einmal betonen, es wird uns nicht gelingen, in der Welt die gleichen Lebensstandards, die gleichen Sozialstandards, die gleichen ökonomischen Standards zu erreichen, also im Grunde eine Nivellierung der Standards hinzukriegen. Dafür ist die Welt zu unterschiedlich. Dafür sind die Teile der Welt zu unterschiedlich, die Gesellschaften, die Kulturen. Das wird nicht sein in Zukunft. Wir leben also in einer Welt, die ganz unterschiedlich und differenziert ist.
Fluchtursachen sind genauso differenziert. Sie können ihre Wurzeln in kriegerischen Auseinandersetzungen haben. Das erleben wir ja gerade in Syrien. Sie können ihre Wurzeln in regionalen Konflikten haben. Schauen Sie in den Sudan. Sudan und Südsudan, der Kampf einerseits um Ölquellen, um die Vorherrschaft in einer Region, aber auch in Darfur ein Konflikt, der sich teilweise an so Auslösern wie eine gestohlene Viehherde entzündet. Also wir haben die Bandbreite. Wir haben die Situation, dass wir zum Beispiel auch ökologische Migration haben, dass Menschen aufgrund der Veränderungen der Umwelt aus ihren Landesteilen hinfortgehen. Wir haben die wirtschaftliche Migration. Wir erleben, dass Menschen sagen, in meiner Region habe ich keine Perspektive. Und dann ist es nachvollziehbar, warum junge Menschen sagen, die Welt ist kleiner geworden. Die Kommunikation ist engteiliger geworden. Ich erreiche im Grunde die ganze Welt über mein Smartphone, was überall Empfang hat. Also versuche ich, meine Chancen irgendwo anders zu suchen. Wir werden also erleben, dass Menschen in Zukunft sich schneller in Bewegung setzen. Die Zahlen von früher, dass ungefähr 3/4, kann man ja fast sagen, der Flüchtlinge Binnenflüchtlinge sind, die werden sich nach meiner Meinung verändern, weil die Welt eben enger zusammengewachsen ist. Und von daher sind nicht alle Fluchtursachen gleich. Die erste Fluchtursache, das ist, glaube ich, die schlimmste Fluchtursache, die wir bekämpfen müssen, ist Krieg, Vertreibung, Gewalt. Da müssen wir unsere Akzente setzen. Jeder verhinderte Konflikt ist etwas Positives. Deswegen ist die Bundeswehr beispielsweise in Mali, weil wir verhindern wollen, dass dort ein Bürgerkrieg ausbricht. Deswegen engagieren wir uns inzwischen mit der Bundeswehr in viel mehr Weltregionen und Weltteilen als früher. Das ist unser Interesse, dass Frieden herrscht. Ein weiterer Punkt wird sein, ökonomische Gründe. Wir müssen fair mit unseren Handelspartnern umgehen und das ist auch eine Chance. Wenn eine Win-Win-Situation entsteht, im Handel, in der Wirtschaft, dann ist es im Grunde nachhaltig. Wenn einer der Geber ist, zum Beispiel von Entwicklungsgeldern, die aber versickern, und dann im Grunde irgendwann die Entwicklungsgelder eingestellt werden, dann bleibt nichts Nachhaltiges. Es muss also sich ökonomisch rechnen, auch die Entwicklungshilfe, auch die Investition, auch im Entwicklungsland. Und im Ergebnis müssen beide Seiten etwas davon haben. Es muss nachhaltig sein. Da werden wir noch viel stärker in diesen Bereich gehen müssen und auch dann akzentuieren, dass ein Return of Invest nichts Negatives ist, sondern zeigt, dass die Investition nachhaltig ist. Wenn aus der Investition kein Return of Invest hervorgebracht werden kann, dann ist es ein verlorener Zuschuss und der ist nur so lange gut, wie er gegeben wird. Also dann wird in der Entwicklungspolitik ein Umdenken stattfinden müssen. Es findet schon statt, aber wir werden das noch stärker betonen müssen, ohne die Standards in diesen Ländern zu unterlaufen und zu sagen, wir beuten die Länder aus. Da haben wir auch eine christliche Verantwortung vor der Schöpfung, aber das Engagement muss nachhaltig sein. Welches Signal müssen wir senden an all diejenigen, die sich als Wirtschaftsflüchtlinge auf den Weg nach Europa machen? Das ist natürlich nachvollziehbar, dass Menschen ein besseres Fortkommen suchen. Das haben wir Deutschen ja im 18. Jahrhundert auch. Als es hier wenig Perspektiven gab, ist man auf die Schiffe in die USA gegangen. Also das ist ganz menschlich, das kann man keinem vorwerfen. Aber wir müssen auch sagen, dass im Bereich von Zuwanderung jedes Land dieser Welt sich diejenigen aussucht, die passen, wo zum Beispiel eine Wirtschaft einen bestimmten Bedarf hat, da ist Zuwanderung möglich. Dass das also, sagen wir mal, nicht offene Tore sind, das wird nicht funktionieren. Es wird also eine Auswahl geben müssen. Da wird nicht jeder die Chance haben, nach Europa oder in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Also sich auf den Weg zu machen, dann Asyl zu beantragen, diese Dinge werden nicht funktionieren. Damit das aber klar wird, ist es auch ganz wichtig, dass die Verfahren nicht ein Jahr lang, anderthalb Jahre dauern, sondern dass relativ zügig auch die Antwort gegeben wird, nein, hier besteht kein Asylgrund, du musst einen Antrag stellen, zum Beispiel, weil du einen Job in Deutschland oder Europa hast, da gibt es schon Mechanismen, die Blue Card beispielsweise, andere Mechanismen, dass legale Migration aufgrund von Beschäftigungsverhältnissen besteht. Oder man muss die Chance halt suchen, dementsprechend über Programme nach Europa zu kommen, legal, aber illegale Wirtschaftsmigration wird es nicht auf Dauer geben. Wir sprachen jetzt über Wirtschaftsflüchtlinge. Die Mobilität, die erforderlich ist, um von Afghanistan oder Afrika nach Deutschland oder Europa zu kommen, ist das eher ein Zeichen von wachsendem Wohlstand oder von wachsender Armut?
Ich glaube, wir stellen fest, dass sich aufgrund einer vernetzten Welt, insbesondere der Kommunikation über Mobile Devices wie Smartphones, Schleusungen auch in weite entfernte Regionen der Welt ermöglicht haben. Pakistan, Afghanistan, Südsudan, Nigeria, all das sind Regionen der Welt, aus denen Menschen über Schleuser zu uns kommen können, in der Regel in Etappen. Sie zahlen auch die verschiedenen Gelder in Etappen. $1.000 für die erste Etappe, $2.000 für die zweite Etappe, für die Überfahrt über das Mittelmeer vielleicht nochmal $2.000. Aus Regionen wie Pakistan, Afghanistan werden $5.000 bis $6.000 für die Schleusung aufgerufen. Das sind Modelle, die vor 15, 20 Jahren nicht möglich waren. Dort wurden die Menschen in der Fläche nicht erreicht. Heute geht das über die Smartphones. Also von daher erleben wir einen ganz neuen Run im Grunde auf die Schleuser, die dann auch damit natürlich Profit machen wollen. Sie versprechen Dinge, die nicht hier realisierbar sind. Begrüßungsgelder, Häuser für die Familie, schaffen Anreize, um Menschen aus den Regionen nach Europa zu holen. Es ist ihnen ganz egal, ob die Überfahrt gefährlich ist, Menschen sterben, weil sie haben ja im Grunde Teile oder das gesamte Geld schon kassiert. Das sind menschenverachtende Modelle und deswegen ist es so wichtig, dass wir intensiv gegen die Schleuserkriminalität vorgehen, die übrigens in weiten Teilen mit der Drogenkriminalität parallel läuft. Die alten Drogenrouten sind jetzt die Menschenschleuserrouten. Teilweise sind die Drogenkartelle die gleichen, die jetzt die Schleusungen organisieren. Nicht in jedem Fall, aber doch immer wieder stellen wir das fest. Von daher, erster Schritt wichtig, Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Sie ist menschenverachtend. Zweiter Schritt, wir erleben, dass Menschen mit ihrer Lage in ihren Ländern unzufrieden sind. Das hat es auch früher gegeben. Sie kamen nur nicht aus den Ländern weg. Wenn das jetzt funktioniert, dann wird es auf Dauer keine gute Lösung sein, wenn wir Zäune aufbauen, Grenzmauern errichten. Wir müssen mit diesen Ländern, wo die Menschen weg wollen, reden, wie wir Stabilität in der Region erzeugen, wie wir Wachstum herbeiführen, dass die Menschen sehen, es ist eine Perspektive da. Die Menschen wollen in der Regel nicht aus ihren Ländern weg. Sie möchten gerne in ihren angestammten Ländern bleiben. Sie haben Familie da, sie haben Beziehungen da. Wer in Afrika, in Nigeria groß geworden ist, ist stolz auf Nigeria, ist dort verwurzelt, bleibt auch in der Regel da. Nur der Druck irgendwann, wenn die eigene Perspektive mit 25 nicht mehr zu erkennen ist, dann möchte man sein Glück auch im Ausland suchen. Aber die Menschen sind eigentlich gewohnt, in ihrer Heimat zu bleiben. Auch dort bezeichnet man das als Heimat und ist verwurzelt. Wenn wir dort Perspektiven eröffnen, dann wird die Migration über viele, viele Kilometer nicht gewählt als Alternative. Von daher ist der zweite Schritt viel dringender mit diesen Ländern, wenn sie denn stabil sind, auch darüber reden, wie lassen sich Perspektiven eröffnen. Das ist nicht leicht, weil die Welt eben sehr unterschiedlich ist, weil wir Diktaturen haben. Mit dem Regime Assad lässt sich eben nicht gut über Perspektiven diskutieren. Diktaturen, aber auch zum Beispiel mit Strukturen, die kaum vorhanden sind, denken Sie an Somalia, lässt sich nicht gut verhandeln über Programme, Förderprogramme, Bildung etc. Also das sind sehr, sehr dicke Bretter, die zu bohren sind. Aber wir merken, wie das Interesse in fernen Teilen der Welt plötzlich zu unserem Interesse wird. Ich hatte die Flüchtlingsursachen angesprochen, gegen die die Bundeskanzlerin vorgehen möchte. Eine andere Sache war, dass die Bundeskanzlerin eine europäische Lösung herbeiführen wollte. Die Bundeskanzlerin wollte eine europäische gemeinsame Kraftanstrengung in der Flüchtlingsfrage. Haben Sie den Eindruck, dass diese Kraftanstrengung jetzt zustande gekommen ist? Noch nicht endgültig. Wir merken, dass das Thema Schritt für Schritt bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stärker auf die Agenda kommt. Es ist für keinen Mitgliedstaat, der nicht unmittelbar betroffen ist, ein schönes Thema, ein leichtes Thema. Nur stellen wir uns vor, es käme jetzt ein Flüchtlingsstrom aus den westafrikanischen Ländern, über die Westsahara, Marokko beispielsweise nach Spanien, Portugal. Dann könnten wir auch nicht sagen, das ist das Problem von Portugal und Spanien. Dann müssten wir auch sagen, es ist ein gemeinschaftliches Problem. Wir können nicht sagen, wenn die Flüchtlingsrouten sich jetzt anders am Mittelmeer entlang entwickeln und Italien wieder stärker
das erste Zielland wird, dass wir dann sagen, ach, dann ist es jetzt ein italienisches Problem. Wir müssen, so könnte ich es im Grunde ja durchdeklinieren, wir können dieses Thema nicht wenigen Mitgliedstaaten, bei denen die Flüchtlinge landen, ihnen auferlegen. Wir müssen es als Gemeinschaftsthema erkennen und das werden wir auf Dauer. Die ersten Verhandlungen mit der Türkei und dieser Kompromiss, der jetzt erzielt worden ist, mit der Rückaufnahme von Flüchtlingen, die geschleust worden sind, und der legalen Migration von Syrern, die vor Krieg fliehen, das ist ein erster Schritt, aber auch wirklich nur ein erster Schritt. Da wird es noch viel mehr geben müssen. Aber die Mitgliedstaaten, die nicht unmittelbar betroffen sind, die zieren sich etwas. Und sie müssen erkennen, nicht nur Deutschland und Österreich, alle Staaten müssen erkennen, dass es unsere gemeinsame Aufgabe und Last ist, wenn wir die Europäische Union als der, ich sag mal, wirtschaftsstärkste Raum, aber auch der Raum der Freiheit gewährleistet, den zu schützen und auch auf diesem hohen Niveau zu erhalten. Die Kanzlerin hat eine, und die Europäische Union hat eine Vereinbarung mit der Türkei eingegangen. Und wie Sie das eben auch schon angesprochen haben, wie wichtig ist die Türkei in der Flüchtlingsfrage und vielleicht gleich als dahinterher, warum fällt es den Griechen so schwer, ihre Grenzen zu schützen? Also die Türkei ist wichtig, wie viele andere Länder auch, die auf den Flüchtlingsrouten liegen, die so eine schwer zu kontrollierende Grenze haben, weil das Mittelmeer A keine glatte Grenze hat, weil es viel größer ist, als es uns auf dem Atlas oder auf dem Globus erscheint. Also von daher ist die Türkei ein Player der Region, aber auch Iran und Irak und Syrien selbst sind Akteure, mit denen man sprechen, verhandeln muss. Es sind die großen Akteure, Russland beispielsweise ist ein Partner, wo wir jetzt mit dem NATO-Russland-Rat wieder in die Diskussion einsteigen. Also es ist natürlich nicht nur ein Land wie die Türkei, aber für bestimmte Fragen ist der Dialog mit der Türkei wichtig. Der ist übrigens auch im türkischen Interesse. Der ist übrigens auch im Interesse einer Türkei, die auch nicht destabilisiert werden will durch unterschiedliche Kräfte, die man nicht mehr im Zaum halten kann. Von daher wünsche ich mir von der Türkei, dass sie eine klare Politik der Abgrenzung auch zu Daesh und Terroristen betreibt, dass sie nicht alleine ihre eigene Fokussierung beispielsweise auf die Kurden als Hauptpunkt der Thematik erkennt, sondern dass sie gemeinschaftlich mit ihren Partnern, und die Europäische Union ist ein Partner, hier Lösungen findet, die auch für die Türkei sehr glücklich sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden über die Türkei hinaus mit vielen Ländern kommunizieren müssen, mit den nordafrikanischen Ländern, mit Tunesien beispielsweise, mit Algerien, mit Marokko. Es sind ja nicht nur Länder, aus denen auch Menschen zu uns kommen, die keine Bleibeperspektive haben, das muss man so deutlich sagen. Es sind aber auch Länder, durch die Flüchtlinge hindurch reisen und die Strukturen aufbauen müssen, um das zu kontrollieren. Das ist auch wichtig. Und deswegen ist die Kontrolle der Außengrenzen für die EU mit den entsprechenden Mitteln, vielleicht mit einer gestärkten Agentur, die sich Frontex nennt, wichtig. Aber auch die Kooperation mit den Ländern, die außerhalb der EU direkt an den europäischen Grenzen sind. Denn wir wollen ja an den Grenzen menschlich mit denen umgehen, die aus unterschiedlichen Gründen kommen. Warum ist es für Griechenland so schwer? Gucken Sie sich auf der Karte mal die griechische Grenze an. Viele Inseln, kleinste Inseln, eine sehr zerfaserte Grenze, das macht es nicht leicht. Die Nähe zur Türkei, auch das mit sehr vielen Inseln bestückt. Und die Tatsache, dass wir ja mit Griechenland ein Land haben, was bei der Verwaltung ohnehin schon Schwächen hat, was wir in den letzten Jahren in der Euro-Stabilitätskrise gesehen haben. Nur jetzt zu sagen, dann muss Griechenland halt seine Verwaltung noch mehr in Schuss bringen, kann man in vielen Bereichen vielleicht sagen, aber dies ist kein allein griechisches Thema. Und ich will eins betonen, bei den Dingen, die vielleicht verwaltungsseitig nicht rundlaufen, das, was ich an Menschlichkeit derzeit in Griechenland erlebe, das finde ich umwerfend positiv. Also das Zwischenmenschliche, das Helfen in vielen Bereichen, wo selbst nicht viel da ist, da wird noch mit Flüchtlingen geteilt, aufgenommen. Das, was wir hier im ehrenamtlichen Bereich vor Ort erleben, das erfahren die Menschen dort direkt, nachdem sie in die EU kommen. Von daher, die kleinen Bürger in Griechenland, Männer und Frauen vor Ort in den Dörfern, was die da leisten, ist ganz toll. Es gibt immer Ausnahmen, logisch, aber in der Masse muss ich sagen, ganz toll, was dort passiert.
Ich muss noch einmal zu den Grenzen zurückkommen. Wir haben in der Karwoche einen Anschlag in Brüssel gehabt. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Anschlag in Paris. Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert. Die Kontrolle von islamistischen Gefährdern gehört zur Gefahrenabwehr mit dazu. Was bedeuten die offenen und unkontrollierten Grenzen in diesem Zusammenhang für die öffentliche Sicherheit in Europa und in Deutschland? Also einmal muss man, glaube ich, so deutlich sagen, bei hoher Zahl an Zuwanderung steigt auch alleine statistisch, anteilig die Zahl derjenigen, die potenzielle Gefährder sind. Wenn niemand kommt, kommt auch niemand, der Gefährder ist. Das ist eine billige, einfache Logik. Gleichzeitig muss man sagen, dass viele derjenigen, die sich jetzt als Gefährder entpuppen und gar sogar an terroristischen Vereinigungen, an Gruppen, an Zellen mitbeteiligt sind, nicht in der aktuellen Flüchtlingswelle zu uns gekommen sind, sondern lange Jahre schon da sind. Aufgrund der unterschiedlichen Traditionen, aufgrund der kolonialen Vergangenheit, beispielsweise Frankreichs, beispielsweise Großbritanniens, Belgiens, da erleben wir also, dass bereits Menschen hier sind, die sich radikalisiert haben, die vielleicht sogar vor längerer Zeit, Monaten, teilweise Jahren in die Lager nach Afghanistan, Pakistan gegangen sind und sich ausbilden lassen haben, also Reisetätigkeit, wieder zurückgekommen sind, sich vernetzt haben in kleinen Terrorzellen. Also von daher, wir haben die ganze Bandbreite durch eine Politik, es darf niemand zu uns kommen, weil wir keinen Terrorismus haben wollen, werden wir Straftäter, werden wir Kriminelle dieses Kalibers nicht aus unseren Ländern heraushalten können. Der Grenzübertritt, wenn man es drauf anlegt, wird dem einen oder anderen Terroristen gelingen, auch wenn wir unsere Grenzen noch so gut kontrollieren. Das ist doch auch unsere Erfahrung aus den 60er, 70er Jahren, wo wir eine andere Art des Terrorismus hatten. Der ETA, der IAA, der RAF und so weiter, da hatten wir auch Terrorismus. Die sind selbst über kontrollierte europäische Binnengrenzen, als wir Schengen noch nicht hatten, gegangen. Also von daher werden wir diese Herausforderung meistern müssen, auch mit mehr Flüchtlingen, die uns zu uns kommen, von denen der gigantisch größte Teil überhaupt nichts mit Terror am Hut hat, sondern vor dem Terror ja flieht. Aber wir werden auch erkennen müssen, dass die paar wenigen, die Europa als Region für terroristische Anschläge identifiziert haben, dass wir denen unseren Rechtsstaat entgegensetzen müssen durch gut ausgebildete Polizei, durch gut arbeitende Nachrichtendienste, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst bei uns und eine Vernetzung europaweit der Dienste, der Polizeien und auch eine Vernetzung der Nachrichtendienste mit der Polizei. Das ist wichtig. Wir brauchen neue Instrumente, weil die Kommunikation heute auch modern erfolgt. Da müssen unsere Sicherheitsbehörden etwas dagegen setzen. Das können wir auch, aber wir haben bei den Anschlägen auch gesehen, dass es immer wieder Punkte gab, da war noch nicht alles perfekt und das müssen wir jetzt verbessern. Die Anschläge in Brüssel kommen aus einem Milieu, das hausgemacht ist, das es schon lange gibt. Sehen Sie darin nicht auch ein Zeichen für Integrationsmängel in Brüssel und Paris, dass hier Menschen sind, die nicht in die Gesellschaft integriert sind? Und stimmt Sie das hoffnungsvoll, dass wir in Zukunft besser integrieren werden oder wird das auch einfach statistisch wachsen mit der zunehmenden Zahl von Zuwanderern? Also ich würde jetzt nicht mit dem Finger auf Brüssel, Belgien, Paris, Frankreich zeigen. Ich glaube, das, was wir lernen müssen, ist, wenn Viertel entstehen, die außerhalb der traditionellen Wohnviertel liegen, die außerhalb der gesellschaftlichen Netzwerke, der Kommunikation, der klassischen Integration liegen, abgeschottene Viertel, wo im Grunde ein anderes Leben herrscht, dass wir dann im Grunde Problemviertel entstehen lassen. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, die Menschen, die zu uns kommen, da wird nicht jetzt ein Viertel aufgebaut, vielleicht errichtet, damit wir schnell Wohnraum für alle die kriegen, die kommen, sondern dass wir sagen, wir verteilen sie über die Ortschaften, innerhalb der bestehenden Gesellschaften, der Communities, sodass sie sich auch wirklich integrieren können und schaffen nicht im Grunde Bündel oder Stadtteile von Menschen, die ja gar nicht erfahren, wie man in Belgien, in Brüssel lebt, wie man im Sauerland lebt, sondern die im Grunde zusammengewürfelt, mit Problemen behaftet sind, aber keiner will dort mehr richtig helfen. Also das ist der falsche Ansatz und deswegen müsste das eigentlich eine Lehre sein. Diese Viertel gibt es aber auch in Deutschland. Die Bundeskanzlerin hat
denen, die sich Sorge machen um eine Islamisierung in Deutschland, empfohlen, sich mit der eigenen Kultur vertrauter zu machen, also selber zum Beispiel öfter in die Kirche zu gehen. Sehen Sie eine Verantwortung der Kirchen in Deutschland für die Integration von Flüchtlingen in diese Gesellschaft? Also die Kirche macht ja schon einiges. Sie ist am Integrationsgipfel beteiligt. Sie bringt sich ein mit dem Hamburger Bischof. Also von daher, es sind ja Ansätze da. Und ich glaube, wichtig für uns alle ist es, diese Situation auch wieder als Chance wahrzunehmen. Wir präsentieren uns als Christen doch eigentlich in dieser Situation vorbildlich. Wenn wir mit anpacken, völlig treffend muss man ja sagen, welch glückliche Fügung hat unser Papst das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Besser könnte es doch gar nicht passen. Also von daher, dann leben wir es doch und leben vor im Grunde, wie wir Nächstenliebe, Barmherzigkeit verstehen. Wenn wir dann vom Christentum überzeugen, dann muss uns die Mission auch gegenüber anderen doch kein Schreckgespenst sein, wenn unser Glauben, unsere Hilfsbereitschaft Vorbild ist und jemand sagt, ich konvertiere zum Christentum, dann ist er herzlich eingeladen. Wir zwingen niemanden, das wäre völlig falsch verstanden. Aber es so gut vorzuleben, dass Menschen sagen, dafür kann ich mich begeistern, davon möchte ich mehr wissen, das mag kein falscher Ansatz sein. In Flüchtlingsheimen kommt es immer wieder zu Übergriffen, Angriffen auf Christen von Muslimen. Wie gehen wir mit diesen Konflikten zwischen Christen und Muslimen in Flüchtlingsheimen um? Wie können wir Christen vor Verfolgung auch hier in Deutschland schützen? Also einmal muss klar sein, der Rechtsstaat gilt überall, auch in Erstaufnahmelagern, in Notunterkünften, in Flüchtlingsheimen. Das muss auch deutlich gemacht werden. Das ist ein guter Schritt, dass wir den Menschen Schutz geben, egal welcher Religion oder auch keine Religion, wenn sie keine Religion haben. Aber es muss deutlich sein, Gewalt, Diskriminierung, das, wovor ja viele fliehen, das darf nicht, diese Ressentiments in den Flüchtlingsheimen weitergehen. Das muss immer wieder deutlich gemacht werden. Wir müssen schon den Blick auch darauf richten, dass Minderheiten nicht verfolgt werden. Das ist übrigens in den verschiedenen muslimischen Gruppen, Schiiten, Suiten, Aleviten, da ist das ja teilweise ganz genauso. Also dass dann Aleviten beispielsweise diskriminiert werden, da muss man also genau hingucken. Und dann müssen wir auch mal eröffnen, dass wir zwei verschiedene Einrichtungen haben. Aber nochmal, das Entscheidende ist, wenn ich erst gar nicht so große Einrichtungen habe, dann habe ich die Chance natürlich auch viel schneller zu integrieren. Es kann keine Rechtfertigung geben, Gewalt gegenüber anderen, die anderen Glaubens sind, zu tolerieren oder sie eben auszuüben in den Einrichtungen. Das muss auch geahndet werden. Ich finde, wer das falsch versteht, den muss man wirklich fragen, ob es sinnvoll ist, hier hinzukommen. Wer da ein völlig falsches Verständnis hat, weil das wird auch von anderen Ländern, in eigenen Ländern ja praktiziert. Es ist ja nicht so, dass da Toleranz herrscht gegenüber Gewalt gegen Minderheiten. Das weiß man eigentlich, egal aus welchem Kulturkreis man kommt. Von daher ist das ein Minimalkonsens und wer den nicht einhält, da muss wirklich gefragt werden, ob er bei uns falsch ist. Aber wir können auch unseren Teil dazu beitun, dass diese Klarheit der Sichtweise schneller entsteht bei dem einen oder anderen, der da vielleicht noch einen gewissen Fragebedarf hat. Würden Sie sich dafür einsetzen, dass es die Möglichkeit gibt, Christen getrennt unterzubringen, ihnen Rückzugsräume zu bieten? Also das klingt mir im Grunde so, als gehen wir direkt schon von einer hohen Gewaltbereitschaft aus. Wir müssen hingucken, wir müssen das Problem, glaube ich, erkennen. Aber es muss auch möglich sein. Und in der Regel ist es nicht so, dass die Christen gegenüber den Muslimen die Gewalt ausüben in den Flüchtlingslagern, sondern die Fälle, die ich höre, sind eher umgekehrt gelagert. Dann muss es auch möglich sein, deutlich zu machen, das tolerieren wir hier nicht. Denn es wird Situationen geben, wo man die Erfassung noch nicht endgültig machen kann, wo man im Grunde kein Raumangebot andererseits hat. Das ist aber auch akzeptabel. Aber dann muss es ganz klar auch sein, hier ist keine Gewalt gewollt und toleriert. Hier in Berlin gibt es eine eigene Unterbringung für lesbische, schwule und transsexuelle Flüchtlinge. Aber nicht für Christen. Ist das der richtige Weg? Also auch hier, glaube ich, ist der Rechtsstaat eher gefordert zu sagen, eine Diskriminierung jedweder Art tolerieren wir nicht, erlauben wir nicht. Deswegen hätte ich hier gar nicht verschiedene Einrichtungen geschaffen.
Wenn wir so weit sind, dass diese Notwendigkeit besteht, dann würde ich mir auch eine Einrichtung für Christen wünschen. Aber ich glaube nicht, dass wir überhaupt hier tolerieren dürfen in unserem Land, dass Christen hier verfolgt werden. Kein Mensch, auch wenn er keinen Glauben hat, wenn er irgendeine andere Ausrichtung in der Religion oder in der sexuellen Orientierung hat, darf hier bei uns verfolgt werden und wir müssen besondere Schutzräume schaffen. Allein das finde ich in Deutschland schon eine sehr schräge Sichtweise. Diejenigen, die das nicht verstehen, ich finde, denen muss man es entweder noch einmal kurz erklären, aber dann haben sie sich das falsche Land ausgesucht. Deswegen glaube ich, muss der richtige Schritt sein, sehr schnell unser Wertegerüst hier deutlich zu machen. Das ist der Minimalkonsens, dass man sich aufgrund der Grundrechte, die wir hier einerseits ja natürlich zum Schutz der Bürger haben, aber auch andererseits als deutlichen Minimalkonsens der Werte hier begründet haben, dass dort klar ist, so geht's nicht. Herr Sensburg, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.